Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldordim, zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin hier noch auf einer Route, dessen Nummer mir gerade nicht bewusst ist. Kurz vor dem Plätscherhügel. Und jetzt gehen wir aber nicht in die Richtung. Dort sind wir im letzten Part oft genug lang gelaufen. Heute geht es in diese Richtung. Dort gibt es wieder ein paar Herausforderungen. Ja, starten wir gleich direkt rein. Ich schmeiße hier kurz noch das Intro dazwischen und dann geht's los mit dem Kampf. Wenn man zu zweit ist, kann man Kombinationen ausprobieren, die alleine nicht funktionieren. Oh, Doppelkampf. Wir beide möchten dich zum Duell herausfordern. Ich liebe diese Musik. Die neue Musik bei Trainerkämpfen. Und wisst ihr, was ich noch mehr liebe als die Musik bei Trainerkämpfen? Doppelkämpfer. Das Wasser. Pflanzen. Pokémon. Max. Geronimax hat Max besiegt. Ja. Alleine weiterkämpfen kann ich nicht. Schumalia. Und die Regel ist ja jetzt, John muss ihn rächen. Also, er wurde von Geronimax besiegt und jetzt muss John Geronimax besiegen. Sollte er das nicht tun, stirbt auch er. Aber er hat es geschafft. Max wird wieder belebt. Ja, ich kenne die Wetlock-Regeln, an die ich mich zwar sehr selten halte, aber gut, hab ich gesagt. Und bis auf Skalik, das ist ein schöner Name, Skalik. So, ich weiß gar nicht, wann ich diesen Part veröffentliche. Ich hab da mal ein bisschen Spaß dran gehabt, ein bisschen vorzuproduzieren. Ein ganz kleines bisschen. Also, ich weiß nicht, wann. Lass mich mal überraschen. Ihr wisst es natürlich bereits, wann das Video veröffentlicht wurde, weil ich sehe es gerade. Mein Mozi erreicht Level 15. Yay! Mal wieder eine Entwicklung. Kombinationen sind nicht so leicht zu verstehen, aber gerade das macht sie so spannend. Zwergenfürst gewinnt 1632 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Doppelkampf hervor. Und eilt gleich wieder zurück, um seine Pokémon zu heilen. Und dürfen alle wieder geheilt werden. Die Regeln sind befolgt. Die Pokémon Center Musik ist auch so herrlich. Jetzt muss mein Pokémon irgendwie trainieren. Obwohl, die sind schon einigermaßen trainiert. Und durch die Kämpfe, aber ein bisschen mehr schadet nicht.
Ohana Farm. Hier wollten wir irgendwo durch. Ja, hier. Sü, nächste Herausforderung, nächster Kampf. Wieder zwei Pokémon. Aber diesmal kein Doppelkampf. Joklef. Oh Gott, ist der süß. Oh Gottchen. Das ist wirklich ein Wort, was man so, glaube ich, nicht mehr sagt. Gottchen. Ich weiß, Zombie sagt das auch noch. Habe ich letztens mal ein Pokémon-Mond-Video von ihm gesehen. Und der benutzt das auch noch. Häufiger. Ich werde versuchen, weniger Oma- und Opa-Wörter zu verwenden. Auch wenn es seiner Majestät den Zwergenfürst wohl geziemt, alte, würdige Sprachen zu benutzen. Ne. Ich werde mich daran versuchen, dies nicht zu verwenden. Ich werde versuchen, mich im Jugendslang, den ich nicht beherrsche, zu kommunizieren. Passend dazu natürlich wieder meine Begrüßung und meine Verabschiedung. Ja, ich weiß, eigentlich müsste ich die ganze Zeit so reden. Prinzipiell müsste ich die Sprache des 18. oder 17. Jahrhunderts verwenden, aber gut, fürchte, das würde relativ schnell unnütze und unverständlich werden und unlustig. Die seltsamen Bäume haben sich direkt zu dem Dom Royal aufgemacht, ohne anzugreifen. Yay! Das hat sie bestimmt daran erinnert. Sack Zement, da ist doch gerade meine Kamera ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr noch gesehen habt. Ich werde es im Schnitt sehen. Ja, ich hoffe, ihr habt noch die Mogelbaums hier gesehen. Mogelbäume oder wie es heißt, keine Ahnung, weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel Verlust dadurch. Ich hoffe, dieser Part ist überhaupt bis zu dieser Stelle aufgezeichnet worden. Wenn nicht, seid gegrüßt, meine lieben Zwergen, Gnome, Hobbits und Eckdauerung zu einem neuen Part. Weiter geht's. Das hat sie bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Zed-Kraft nass gemacht wurden. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr jedem im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da, nimm. Du erhältst das alte Zauberwasser. Zauberwasser wurde in der Itemstasche verstaut. Vielleicht sind die Mogelbaum ja zum Dom Royal aufgebrochen, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dom Royal? Was ist die Heimat? Das ist die Heimat des Battle Royale. Voll cool, oder? Noch nie was von gehört. Werde ich aber bestimmt gleich was hören. Auf Route 6. Bestimmt nicht, aber werde ich bestimmt gleich was von hören, wenn ich dorthin aufbreche. Da habe ich gerade einen Kampf überwunden. Was ist denn das für ein Vieh? Pampa! Hey, Bruder! Ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz mal helfen? Hier drüben! Jo, jo, dreh uns nicht den Rücken zu! Jemand ist das Ding mit von Mele Mele? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Achso, das war gar nicht, Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa?
Ja, die habe ich schon mal gesehen. Na und ob. Mein Name ist Hapu'u. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa noch normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihren schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job, ey, Bro. Wir wurden nur nach Alcala versetzt, weil uns der auf der Melle abserviert hat, yo. Aber diesmal stellen wir die Sachen auf den Schädel, yo. Okay. Können wir endlich mal dieses verkackte Team Skull loswerden? Team Skullrüpel fordert dich heraus. Und wenn ich mit verrückten Leuten, mit durchgeknallten Leuten kämpfen will, gehe ich in der Psychiatrie. Also, solche Leute muss ich nicht auf der Straße kämpfen. Solche Leute muss ich nicht auf der Straße begegnen. Na, oh Mann. Lecker wurde von Traumato blockiert. Dann müssen wir wohl Kratzer einsetzen. Auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller Kampf, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Brief! Was höre ich da? Du willst die beiden Platz machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Wow, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo. Kein Bock hier, meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn in deinen Dickschädel hämmerst. Merkt dir gefälligst endlich, wer er ist. Kann mal jemand diese Bande von nichts nutzen? Ordentlich mal versohlen. Den Arsch versohlen kann man den mal. Boah, kleine Kiddies, die man auf der Straße gelassen hat. Wie kleine Kiddies hier aus dem Kindergarten entkommen. Findest du allein nach Hause? Trief! Die sind erwachsen und benehmen sich wie kleine Kiddies. Alter Schwede. Die gehen mir auf den Senkel. Ich bin froh, dass es seinen Weg alleine findet. Du hast den Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Zwergfürst. Ah, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz da drin. Pampros und ich sind vielleicht auf den Inseln unterwegs, um ein Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pampros! Ach ja, Zwergfürst. Du sollst dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das ganz genauso. Das wurde mir jetzt schon zum zweiten Mal empfohlen. Das sieht wohl so aus, als müssten wir mal uns am Battle Royale versuchen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Oh, hier sind wir in nächste Hauptstadt gekommen. Ein Machomai.
Was mit dir? Haust gerade ab? Ja gut, dann verpiss dich halt. Was mit dir? Der Battle Royale. Damit armen Trainer heutzutage den Kampf der vier Schutzpatrone um den Rang des stärksten Pokémon der vier Inseln Alolas nach. Okay, vielen Dank für die Information. Hier dreht sich wohl alles um den Battle Royale. Was auch immer der Battle Royale ist, wir werden es wohl in diesem Part auch herausfinden. Einmal die Pokémon aufladen. Zack, 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 alle vier. Alle vier Überlebenden. Ich muss auf jeden Fall auch noch neue Pokémon fangen. Bei der nächsten Gelegenheit. Vielleicht gibt es hier draußen irgendwo hohes Gras. Kann ich mir noch zwei neue fangen. Das hohes Gras. Und ein Trainerkampf. Ich bin ein Züchter und ziehe Pokémon auf. Gut zu wissen. Pokémon-Züchter William fordert dich heraus. Er hat nur ein Pokémon. Das sollten wir hinkriegen. Mogelbaum. Ich muss mir unbedingt einen Mogelbaum fangen. Einfach mal so ein Fake-Baum. Das muss mir in ein Zimmer stellen, so ein Fake-Baum. Das ist dann einfach ein Mogelbaum. Entwickelt sich, glaube ich, zu einer Handymarke weiter. Weil schon mal gehört. Ja. Alle, die die Weiterentwicklung kennen, muss nichts mehr sagen. Weiterentwicklung von Mogelbaum. Eine Handymarke. Was? Feuerattacke nicht effektiv. Ja, dann halt eben langsamer. Lieber langsam und sicher als schnell und was ist das Gegenteil von sicher? Unsicher? Schnell und verkackt. Oh komm! So ein Mogelbaum ist aber ziemlich. Jetzt habe ich das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Sag schon. Aushalte stark. Ach, komm. Ich bin heute irgendwie auch nicht so gut im Moderieren. So, erstes Pokémon ist ein Pepek. Nein, ich will kein Pepek haben. Das habe ich schon im ersten Part gesagt. Naja, gut, im zweiten, aber. Oder im dritten. Aber ziemlich zum Anfang. Was soll ich denn mit diesem scheiß Pepek? Überall auf jeder Insel. Nun soll ich mir ein Pepek fangen. Als würde das Spiel wollen, dass ich mir ein Pepek fange. In Mangunior. Ich will auch keinen Wiesel haben. Nein. Ich will kein Wiesel, was aussieht wie Trump. Ich will nicht die Frisur von Trump in meinem Team haben. Danke. Aber nein, danke. So, Zwergi kommentiert, guck mal. Was zum Henker ist das? Ein Mabula. Verpiss dich, Mabula. Was oder wer du auch immer bist. Wer ist mein Mogelbaum oder sowas ähnliches? Oh, Fluffeluff. Boah, ich hätte bloß gerne Pflanzen-Pokémon, obwohl, ja, ich habe ja schon Max, der ist Pflanze und Wasser. Kann ich mir einen Fluffeluff? Ich fange mir einen Fluffeluff. Okay, ja. Das hätte ich mir denken können. John erreicht Level 23. Ich müsste mal die anderen Pokémon nach vorne nehmen. Und was ist hier?
Ohana. Ach so. Das ist so ein Seitenstück von Ohana. Ist ja hübsch. Und warum kann ich nicht diesen Wasserturm einreißen und von Ohana direkt da durchgehen? Na gut. So, Pokémon. Ich tausche mal. Ich hab mal getauscht. Ich glaube, Lea und Karl, hübsche Namen auf jeden Fall, die hübschesten überhaupt, haben sich jetzt mal ein paar Kämpfe verdient. Ist erst Level 15. Na gut, beiß es in seinen runden Körper. Fangen wir uns. Ist sogar weiblich. Dann müssen wir das nächste wieder männlich nehmen. Ich nehme mal Kratzer. Zack. Ich glaube, das reicht. Können wir fangen. Bevor Mauzi uns jetzt hier noch krepiert. Nein, kein Pokéball. Ich bleib mal in meinem Superball. Ja, ein Superball. Zack. Was? Ein Superball war zu schwach. Da muss dann wohl ein anderer Ball her. Nestball, Premierball, Heilball, Netzball, Flottball, Tauchball. Ich versuch's mal mit dem Flottball, obwohl es vielleicht ein bisschen zu spät für einen Flottball. Den muss man früh im Kampf einsetzen. Eins. Ja, ein Timerball bräuchte ich langsam mal. Den gibt's aber hier gerade noch nicht. Davon habe ich zumindest keins. Tauchball wird hier nichts bringen. Ein Nestball vielleicht für ein Fluffalo. Naja. Ein Netzball. Zack. 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 Und da drin. Ja. Im Netzball gefangen. Fluffalo. Wie nenne ich das? Lass dir schnell einen Namen einfallen. Ein ganz süßer Name am besten. Ich kenne keine süßen Namen. So, um mal meiner Community näher zu kommen, also Fluffy, habe ich es jetzt mal genannt, habe ich schon im ersten, also im zweiten Part, wo ich John benannt habe, also John nach John benannt habe, habe ich schon die ersten Heulen gehört. Hey, warum hast du den John genannt? Das ist doch kein richtiger Name. Der Pokémon muss Katzi oder Mizi heißen. Du musst deine Katze Muschi nennen. Nein, ich werde meine Katze nicht Muschi nennen. Boah. Das war heute ein bisschen ein Wegepart, würde ich sagen. Ich schaue mich noch mal ganz kurz hier in der Stadt um. Alles in Ordnung, Brian. Setz dich. Nimm dir einen Keks. Mach es dir schön bequem. Du Arsch! Ah.
Ach ja, der Dom Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Komm, Null, jetzt ist Schluss mit unserer Einsamkeit. Stürzen wir uns ins Getümmel. Da werden wir aber erst im nächsten Part hineingehen. Ja. Oh, das sieht doch glatt aus, als würden da Malasadas verkauft werden. Willkommen im Malasada-Laden, die Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Ich nehme mal den herben Malasada. Gekauft. Den kriegt unser neuer Teammitglied, unser neues Teammitglied Fluffy. Sieht nicht so aus, als wäre dein Fluff hungrig genug dafür. Hier hast du dein Geld zurück. Na gut, dann kriegt halt John den Malasada. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasada rüber. Du fütterst dein Mizuna mit Herb Malasada. Mizuna verdrückt den Herb Malasada. Mizuna ist zutraulicher geworden. Ja. Malasadas hätten wir auch noch das erledigt. Müssen wir mal Tali Bescheid sagen. Ja, ich kann mich nicht setzen. Wieso auch? Ist ja nicht Animal Crossing. Ja, wer bist denn du? Herr Schleidi? Captain Maho ist ein so wunderbare Köchin und ihre Spezialmenüs eine wahre Geschmacksexplosion. Ja, ich würde mal sagen, Korunge scheint so liebenswert aus. Sieht so lebenswert. Ich kann nicht mehr reden. Komm, es ist Zeit, den Part zu beenden an dieser Stelle. Wir haben auch schon einmal in Battle Royale gewonnen, auch wenn wir nicht so aussehen. Sie und das Fleckmann wahrscheinlich. Ja, hier ist auch wieder das Pokémon Center. Hier ist der Typ, der vorhin abgehauen ist. Ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle würde ich das Ganze hier mal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Und dann Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und dann beende ich das Level hier direkt mal von dieser Stelle und sage, teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ja, und ciao, ciao. Nächstes Mal machen wir wohl diesen, wie heißt der, Kampf dort, diesen, der uns jetzt schon zum dritten, vierten Mal angepriesen wurde. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Haut rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Adios.